Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Halbe Stunde noch. Eine halbe Stunde, okay. Wow. Willkommen im Atelier des Seins. Das hier ist das erste Intro-Video, womit wir euch so ein bisschen das Projekt vorstellen möchten. Ich glaube, das Video wird halt auch wahrscheinlich auf meinem Kanal als auch auf deinem Kanal hochgeladen, ne? Und zwar ist das ein neues Projekt von mir und Alex, wo wir Vorträge veranstalten werden in Köln. Spirituelle Vorträge natürlich, kann man sich denken, wenn man meinen Kanal kennt oder auch den Kanal Psychosophie von Alex. Und die Vorträge werden später auch hochgeladen, dazu sagen wir gleich noch was. Aber erstmal vielleicht ganz allgemein, Alex, was ist denn überhaupt das Atelier des Seins? Wir haben diesen besonders offenen Namen Atelier gewählt, weil es eine bestimmte Art, du sagtest gerade spirituelle Sprecher, und es gibt eine bestimmte Art von spirituellen Sprechern, für die wir beide uns interessieren, für die unser Herz schlägt. Und das sind, man würde sagen, die non-dualen Sprecher. Das ist ein Begriff, der jetzt vielleicht nicht so kommun ist. Es geht ja um eine bestimmte Sektion von Sprechern, die du in allen Religionen findest. Im Buddhismus ist es der Buddha, im Christentum sind das Mystiker wie Meister Eckhart oder eigentlich auch Jesus im Prinzip. Das Spannendste finde ich, wir haben moderne, kontemporäre Sprecher. Ne? Die Leute sagen immer Buddha oder Jesus oder so, mit denen können wir nicht mehr reden. Aber wir haben jetzt echte Sprecher zum Anfassen, mit denen wir reden können. Dank der Zoom-Kultur, vielleicht auch dank ein bisschen Corona, ist das ja ein bisschen in den Keller gegangen, dass wir heutzutage diese ein bisschen spröden Zoom-Talks haben. Und das ging uns beiden gegen den Strich. Ne? Da haben wir gedacht, meine Güte, was ist denn da passiert? Früher gab es zumindest so etwas wie eine Satzangsszene in Köln gegeben. Wie schön wäre es, wenn wir die wiederbeleben können? Nun bin ich manchmal der Theoretiker und nicht der Macher. Und dann kam Fabio ins Spiel, der gesagt hat, lass uns das Ding machen. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Wir haben diese wundervolle Location gefunden. Wahrscheinlich werden wir in dem Video so ein bisschen einmal noch, wie das hier ausschaut. Also super schöner Saal, super schöner Vorhang, Bühne. Was noch fehlt, sind natürlich dann eben interessante Redner, von denen wir auch schon zu vielen Kontakt haben. Insofern wird unser Atelier dann im Dezember geöffnet, am 9.12. um genau zu sein, wo hier der erste Vortrag stattfinden wird. Und wie Alex schon gesagt hat, handelt es sich einfach um Vorträge, die halt einen Bezug zur Non-Dualität haben, ne? Non-duale Sprecher. Wobei wir auch, glaube ich, ganz im Sinne eines Ateliers uns da nicht ganz so ernst nehmen. Ne? Also wenn nur ein leichter Bezug da ist, ist es auch nicht schlimm. Ne? Es hat was Künstlerisches, es kann mal ein bisschen nach links ausscheren, kann nach rechts ausscheren. Wir wollten einfach auf jeden Fall, ne, einen Ort schaffen, wo man bewusst auch mal in der einen Woche das eine hört, Erleuchtung ist möglich, und dann in der nächsten Woche heißt es, Erleuchtung gibt es gar nicht. Diese Dialektik wollten wir auch halt auch darstellen, weil es ja im Prinzip auch darum geht, dass es ironischerweise manchmal auch doch um nichts geht. Bitte, und bitte. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, ganz genau. Wir wollen auf jeden Fall eine Diskussionskultur haben. Genau. Und nicht diese spröden, eingefahrenen, trägen Gruppen, die immer nur zu demselben Sprecher gehen. Genau. Sondern dass man sich denkt, auch an dich, lieber Zuschauer, lieber potenzieller Besucher, wenn du dir denkst, dieser Sprecher ist eigentlich gar nicht mein Ding, ich resoniere gar nicht mit dem, mach es trotzdem. Und du wirst überrascht sein, was dann mit dir passiert. Ne? Wenn du gerade die Sprecher mal nimmst, von denen du eher nicht so denkst, das wäre deiner, da haben wir beide nämlich bestimmt gefühlt 3 Tage lang schon diskutiert, ja, und uns ausgetauscht. Und das war ein sehr fruchtbarer Austausch darüber, was ein guter non-dualer Sprecher ist. Ne? Genau. Finde ich super zusammengefasst, worum es uns hier geht. Vielleicht jetzt nochmal zum Ende hin ein paar organisatorische Sachen. Und zwar findet ihr unter diesem Video vermutlich 4 Links. Einmal haben wir den YouTube-Kanal des Atelier des Seins. Den könnt ihr super gerne abonnieren. Hier werden wir die ganzen Vorträge alle hochladen, die im Atelier selbst, also hier gehalten werden. Und dann gibt es eben noch andere Links, wo ihr eben euch anmelden könnt, wenn ihr tatsächlich live hier sein wollt, bei den Vorträgen selbst. Da wird vermutlich ein Link zu einer WhatsApp-Gruppe sein, ein Link zu einer Telegram-Gruppe und ein Link zu einer Seite, die nennt sich, ich glaube, Gemeinsam erleben oder so, wo man ebenfalls sich super gerne anmelden kann, interessante Seite. Hier könnt ihr eben einfach organisatorisch erfahren, wo das hier stattfindet. Also es findet in Köln statt, im Herzen von Nordrhein-Westfalen. Und das sind genau die 4 Links. Also einmal der YouTube-Kanal zum Atelier des Seins und dann eben 3 Einfallstore, wie ihr tatsächlich hier live vor Ort sein könnt.
Insofern ist es das, glaube ich, gewesen, was wir, glaube ich, mitteilen wollten heute. Hast du noch was, Alex? Ich hoffe, wir haben alles vom Stapel gelassen, sonst werden wir es schwer bereuen. Ne? Wir sehen uns.